Wir Menschen sind alle unterschiedlich. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Wir denken, wenn wir ehrlich sind, ganz, ganz oft, der andere muss sich verändern. Und wie kriegen wir denn diesen Perspektivwechsel, der so entscheidend ist, hin? Ich muss mein eigenes Verhalten zuerst anpacken, zuerst mich anpassen und dann habe ich eine Chance, dass der andere es tut. Greater. It's in you. Wer von euch hat denn eine Idee, was in dem Unternehmen, in dem ihr arbeitet, anders oder sagen wir mal besser laufen könnte? Ja, ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Okay, Frage 2. Wer kennt denn mindestens eine Person, die diese Veränderung überhaupt nicht gut fände, weil sie sich selber dafür verändern müsste? Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein mit dem Thema, wie du dich selbst und Menschen, andere Menschen für Veränderungen gewinnst. Und 23% momentan, nur 23% aller Veränderungsprojekte in Unternehmen sind erfolgreich. Das zeigt eine ganz aktuelle Studie, die Change Fitness Studie. Und ich bin der Meinung, dass wir uns diese Zahl immer weniger leisten können, auch global gesehen. Und es liegt nicht daran, dass wir irgendwie zu wenig Ideen hätten, was wir anders machen können. Das haben wir gerade gesehen an den Handzeichen. Es gibt Ideen. Der viel häufigere Grund, warum es uns nicht gelingt, diese Projekte erfolgreich zu machen, ist, dass es uns nicht gelingt, die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir ehrlich sind, gelingt es uns manchmal auch nicht, uns selber mitzunehmen. Die letzten Jahre meines Berufslebens standen wirklich unter diesem Thema Veränderungen oder man könnte auch sagen Transformation. Warum? Ich bin sowohl beruflich als auch privat einfach in viele Veränderungssituationen reingekommen. Beruflich, wir haben es gerade gehört, ich bin Geschäftsführerin von Persolog, auch Unternehmerin. Das ist ein Weiterbildungsinstitut im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und wer die Branche ein bisschen kennt, der weiß, wir mussten in den letzten Jahren alles Mögliche ändern, um überhaupt zu überleben. Heute machen wir ganz normal Seminare auf Zoom und wir machen inzwischen sogar Seminare in der virtuellen Realität, also so richtig mit VR-Brille. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand mitgemacht hat. Mein Büro sieht tatsächlich heute aus wie ein Videostudio. Das heißt, es hat sich radikal verändert. Aber auch privat hat sich einiges getan. Die letzte ist gerade 10 Wochen alt und irgendwo hier unterwegs, da vorne. Danke. Ja, wer Kinder hat, darf ich mal kurz fragen, wie viele von euch sind Eltern? Ah, sind einige. Ihr wisst, das Leben ändert sich mit einem Kind von einem auf den anderen Tag radikal. Man schläft nicht mehr durch, man hat kaum noch Zeit für sich. Mit Glück hat man 5 Minuten ohne Geschrei unter der Dusche. Kennt ihr das noch? Ja. Das heißt doch aber, uns Menschen gelingt es erstmal grundsätzlich, solche Veränderungen zu meistern, oder? Weil sonst wären wir doch gar nicht in der Lage, sowas zu schaffen. So eine komplett radikale Veränderung, die viel größer ist als jede Business-Veränderung, die wir uns vorstellen können. Also das heißt erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr seid irgendwie auch Meister der Veränderung, sonst wärt ihr heute gar nicht hier. Wir können Veränderungen. Klappt's denn immer? Nein. Nun, manchmal tun wir uns schwer damit. Lasst uns mal schauen, so einen Überblick kriegen. Was braucht es denn überhaupt, damit eine Veränderung erfolgreich funktioniert? Es sind 3 Grundelemente. Es braucht einen Grund dafür, dann müssen wir in der Lage sein, die Veränderung auch zu meistern. Das heißt, wir müssen es können und wir müssen auch wollen. Wir müssen den Weg auch mitgehen. Das sind die Grundelemente. Aber was aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger ist als diese Grundelemente, ist dieses tiefe Verstehen von Menschen, wenn wir sie gewinnen wollen. Und auch das Verstehen von uns selbst. Denn das ist der häufigste Grund, warum eben Veränderungsprojekte nicht klappen. Dass wir irgendwie es nicht schaffen, die Leute richtig an der richtigen Stelle abzuholen. Und ich habe euch heute 3 Fehler mitgebracht. 3 wesentliche Fehler, warum es uns manchmal eben nicht gelingt, die anderen zu gewinnen. Welche sind das denn? Der erste heißt, wir gehen von uns aus. Was meine ich denn damit? Ich habe euch vorhin schon erzählt, wir machen inzwischen Seminare in virtueller Realität, also wirklich mit VR-Brille und ich werde nie den Tag vergessen, als ich zum ersten Mal in der virtuellen Realität im Seminar war. Das war wirklich von super skeptisch innerhalb von 4 Stunden so extrem begeistert. Ich dachte, das ist eine Revolution.
So, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich als Geschäftsführer dann mache. Ich ziehe die Brille ab nach dem Seminar, lege die auf meinem Schreibtisch und wusste, das machen wir jetzt auch. Also ich mega begeistert zum Team gelaufen, habe denen berichtet und ihr könnt euch vielleicht schon die Reaktionen vorstellen, die waren auch mega begeistert. Nein, natürlich nicht, sondern ach du Schande, wir haben eh schon so viele Veränderungen zu meistern. Und jetzt noch eine Technik mit einer Brille, wo sich keiner auskennt und keiner eigentlich einen Plan hat, was wir damit machen wollen. Also es war einfach Skepsis vorhanden. Und ich erstmal so total enttäuscht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, ne? Weil ich dachte ja, ich habe die neue Revolution entdeckt. Aber ich habe eine entscheidende Sache vergessen. Ja, wir Menschen gehen erstmal von uns selber aus und wir wünschen uns die Reaktion, die wir selber haben. Aber, und das ist ganz wichtig, wir haben andere Erfahrungen und wir sind auch einfach anders gestrickt. Nicht jeder wird immer so ausrasten über neue Themen, wie ich das tue. Und ist auch gut so, ja, sonst würden wir alle durchdrehen. Es ist total menschlich und normal, das möchte ich euch auch zusagen, es ist normal, dass wir erstmal von uns selber ausgehen. Aber es hat eben auch Schwierigkeiten, die es dann mit sich bringt. Weil wenn wir wirklich verstehen wollen, wie der andere tickt, dann müssen wir so ein Stück weit aus unserer Perspektive eben rausgehen. Wenn wir wirklich verstehen wollen, warum der andere so tickt, wie er tickt und warum er sich so verhält. Und wie kriegen wir denn diesen Perspektivwechsel, der so entscheidend ist, hin? Ich habe euch heute ein einfaches und klares Modell mitgebracht. Denn klar ist, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Jeder von uns ist anders. Aber es gibt eben Dinge, die uns Menschen verbinden. Und da können uns Modelle helfen, weil die Sachen vereinfachen. Und ich habe euch das Persolog-Persönlichkeitsmodell mitgebracht. Das ist ein DISC-Modell. Vorhin wurde schon gefragt, wer kennt das denn alles? Und was macht denn dieses Persönlichkeitsmodell aus? Ich möchte heute wirklich im Hinblick auf diesen kurzen Talk so auf die zentralen Punkte eingehen. Wir haben 4 Farben und jede Farbe steht für Gemeinsamkeiten von Menschen. Wir fangen mal an bei Dominant. Dominant ist jemand, die wollen Probleme lösen, die wollen Sachen voranbringen und Ergebnisse erreichen. Darum geht's. Die wollen, sind aber auch direkt und die sind geradeaus. Und die wollen was gestalten, die wollen Verantwortung übernehmen. Die machen freiwillig Projekte, wo man neue Dinge angehen kann. Es kann aber auch mal passieren, dass sie die anderen vielleicht so ein bisschen überrumpeln, weil sie eben so schnell sind und weil sie alles direkt erledigt haben wollen. Initiativ, das ist gelb. Gelb steht für Begeisterung. Menschen mit Initiative, das sind Menschen, die gut mit anderen Menschen zurechtkommen, die erzählen gerne Geschichten, die stehen auch gerne im Mittelpunkt, die kommunizieren gerne. Aber die haben auch tausende von Ideen. Die können sich für alles Mögliche begeistern und übrigens, das wechselt auch öfter mal. Bleibt nicht dauerhaft so. Und die können einfach voller Freude und Hingabe sich bestimmten Themen widmen. Disziplin und Durchhaltevermögen, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, jetzt nicht so ihr Ding. Weshalb auch manches von ihnen nicht zu Ende gebracht wird und dann manchmal Veränderungen auch schwierig sind. Wir wechseln zu unten rechts, stetig, grün. Was hat stetig gemeinsam? Das sind Menschen, die haben gerne ein berechenbares und organisiertes Umfeld. Und die sind extrem brillante Zuhörer. Die unterbrechen keinen, weder in dieser dominant forschen Art, um zu erfahren, worum geht's eigentlich, oder auch nicht in dieser initiativen Art, wo es um einen selber vielleicht geht, sondern die hören einfach zu, bleiben freundlich, auch wenn es der andere nicht mehr ist. Und die sind Unterstützer. Und zwar so, dass wenn du sagst, hey, ich habe ein Kundenevent, ich brauche Hilfe, wer sagt intuitiv, ich helfe dir, stetig. Und zwar von Herzen, das ist der große Unterschied. Nicht berechnend oder so, sondern von Herzen. Gewissenhaft. Menschen mit Gewissenhaftigkeit, das ist blau, letzte Farbe unten links, blau, die lieben die Welt, Zahlen, Daten, Fakten, Analysen, weil sie gerne die Dinge richtig machen. Und die halten sich an Regeln. Stell dir vor, soll es auch geben. Und die sind wirklich deswegen auch zum Beispiel meistens pünktlich. Und die wollen, dass es fair und gerecht zugeht. Die haben so einen richtigen Gerechtigkeitssinn für die Welt. Und übrigens, bevor ich mit einem Gewissenhaften verheiratet war, wusste ich nicht, dass man 300 Seiten Bedienungsanleitung lesen muss, bevor man unser neues Auto richtig bedienen kann. Aber soll es geben. Das war jetzt in aller Kürze das DISC-Modell. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wie viele von euch haben sich denn in einer oder zwei Farben besonders gut wiedergefunden? Das sind einige. Vielen Dank.
Direkt noch eine Frage. Wie viele von euch haben denn ihren Partner in ein oder zwei Farben gut wiedergefunden? Vielen Dank. Was hat denn das Ganze jetzt mit Veränderung zu tun? Naja, wenn wir über Gemeinsamkeiten reden, reden wir ja auch bei Veränderungen über Gemeinsamkeiten. Und ihr seht hier auf der Folie oben an der Wand, ihr seht die grundsätzliche Reaktion, die habe ich mal für euch zusammengefasst. Das heißt nicht, dass es immer so läuft, aber worauf ihr euch grundsätzlich einstellen könnt. Und dominant wird eben immer vorantreiben, wird konfrontieren, wenn es ihm nicht gefällt. Deswegen Plus und Minus, positiv wie negativ. Initiativ erkennt ihr daran, dass die hintenrum schon 500 Klicken gebildet haben, die sich alle über die Veränderung aufregen. Kennt ihr das? Stetig ist im positiven Sinne, und ich meine es wirklich positiv, einfach zufrieden mit der Veränderung, kann aber auch irritiert reagieren. Und gewissenhaft, und da könnt ihr euch direkt mal drauf aufstellen, wird nie begeistert Juhu schreien bei Veränderungen, sondern die sind erstmal reserviert und wenn ihr Pech habt, sogar misstrauisch, was da alles passieren kann. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns halt bewusst machen, hey, es gibt unterschiedliche Reaktionen, es gibt unterschiedliche Emotionen, die da auftauchen bei Veränderungen. Und es ist nicht immer meine eigene, die zählt, sondern dass wir wertschätzend mit allen Veränderungen umgehen, denn auch alle sind wichtig in so einem Veränderungsprozess. Der zweite Fehler, den ich euch mitgebracht habe. Wir unterschätzen das Blockadepotenzial von Menschen. Was meine ich damit? Menschen sind ja manchmal so Naturereignisse oder ich sag mal manchmal auch kleine Naturkatastrophen. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ich meine dreijährige Tochter, versuche vom Spielplatz wegzuholen, wenn die keine Lust hat, dann ist das super schwierig und die blockiert und es kostet mich so viel Energie, das zu schaffen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, zu was Erwachsene, nämlich sehr viel regulierter nach außen in der Lage sind, wenn die mit einer Veränderung nicht einverstanden sind. Ich habe es auch selber erlebt, es war ein großes IT-Projekt bei uns bei Persolog, mein erstes großes IT-Projekt, Einführung von einem CRM-System. Und das lief von Anfang an wirklich nicht rund. Also zwischen denen, die das Ding programmiert haben und zwischen denen, die es nachher nutzen sollten. Klassischer Konflikt. Und ich dachte aber ehrlich gesagt, komm, ich lasse es einfach laufen, wusste auch nicht so richtig, was ich sonst machen soll in dem Moment, denn die Leute müssen es ja später nutzen. Das war ein absoluter Irrglaube. Denn ja, sie haben es genutzt. Aber sie haben nie das ganze System so genutzt, dass es wirklich komplett das entfaltet hat, was es hätte entfalten können. Das heißt, es hat nie das Potenzial ausgeschöpft. Und daraus habe ich gelernt. Denn Fakt ist, wenn Menschen nicht wollen, haben wir keine Chance. Wenn sie in der Blockade sind, haben wir keine Chance. Und auch hier kann uns DISC helfen, denn es ist nicht immer eine laute Blockade. Das ist das Wichtige, ja? Sondern auch hier D, I, S und G reagieren unterschiedlich, wenn sie im Widerstand sind. D werdet ihr laut hören. Aber Initiativ, ich habe es vorhin schon gesagt, macht dann häufig so eine Gruppenbildung und dann verbreitet er Unruhe im Hintergrund. Bei Stetig kann es passieren, dass ein Mitarbeiter, der super stark war, plötzlich von einem Tag auf den anderen die Leistungen verliert und ihr euch fragt, was ist denn da passiert? Es könnte sein, dass er im Widerstand ist. Und bei Gewissenhaft, ihr seht es hier auf der Folie, der kann schweigen, aber es kann auch sein, dass wenn ihr ihn ansprecht, dass er wirklich aus sich raus sprudelt, was alles nicht passt. Das heißt, es geht wirklich darum, in Veränderungsprojekten zu gucken, wo gibt es Widerstände und es werden Widerstände da sein, rechnet mit ihnen und versucht wirklich mit diesen unterschiedlichen Emotionen dann gut umzugehen. Was ist der dritte Fehler? Wir denken, wenn wir ehrlich sind, ganz, ganz oft, der andere muss sich verändern. Und ich habe mal ein Beispiel aus meinem Privatleben mitgebracht. Warum? Weil ich glaube, dass das häufig auch in Beziehungen ein Fehler und ein Schlüssel ist. Also mein Mann liebt Filmklassiker wie zum Beispiel Star Wars oder Indiana Jones. Ich eher nicht so. Und er hat mich versucht, dafür zu begeistern, hat mir alles erzählt. Und man muss jetzt dazu wissen, bevor ich verheiratet war, dachte ich, Indiana Jones wäre ein Indianer. Und vielleicht denken jetzt gerade manche, boah, das ist er nicht. Herzlichen Glückwunsch, heute mindestens eine Sache gelernt. Spaß beiseite, es war wirklich so, es war schnell klar, dass ich da Nachholbedarf habe. Hat alles argumentiert, Bildungslücke hast du und das ist ein Filmklassiker und ganze Historie hat sich geändert. So, was denkt ihr, wie mich das interessiert hat? Keinen Meter, hat mich nicht interessiert. Und irgendwann hat er gecheckt, okay, wenn ich will, dass sie mit mir diese Filme guckt, dann muss ich sie anders abholen, dann muss ich anders argumentieren. Also hat er überlegt, was findet sie denn gut?
Ich liebe Serien. Also hat er gesagt, du, Star Wars hat x Teile. Und wenn du einen gut findest, haben wir eine neue Serie. Ja, dachte ich, okay. Oder ich hatte keine Lust, mir 10 Minuten komplexe Handlungen anzuhören. Also hat er gesagt, hier, mein Handy muss nur noch auf Play drücken. Könnt schon überlegen, welche Persönlichkeitseigenschaften ich habe. Muss nur noch Play drücken, 2 Minuten. Und dann kannst du immer noch Nein sagen. Handlungsspielraum gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Er hat plötzlich geguckt, was ist ihr denn nicht wichtig? Nicht, was überzeugt ihn denn? Und was im Privaten gilt, gilt umso mehr im Beruflichen. Und ich habe euch mal 4 entscheidende Fragen mitgebracht, auch basierend auf dem DISC-Modell, die ihr beantworten könnt und die eure Chance, dass ihr Menschen gewinnt und adressiert, viel höher machen. Denn auch hier haben Menschen eben Gemeinsamkeiten. Dominant will immer wissen, was bringt uns das alles? Also, was bringt das für einen Umsatz? Ich glaube, ihr habt Leute vor Augen. Initiativ will immer wissen, wer hat das vorgeschlagen? Und da brauchen wir Begeisterung. Ja, wenn wir initiativ gewinnen wollen, brauchen wir Begeisterung, sonst haben wir es echt schwer. Und wenn ich selber nicht so begeistert bin, dann hole ich mir jemanden, der begeistert ist, damit der es erledigen kann. Stetig. Bei stetig ist die Frage, wie soll man das denn schaffen? Der sieht den Weg nicht. Und das macht es in Veränderungsprojekten so schwer. Und bei gewissenhaft kommt die Frage, warum? Zahlen, Daten, Fakten. Und die müssen stimmen. Sonst habe ich keine Chance. Wenn ich das tue, habe ich eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit oder eine sehr viel höhere Chance, dass der andere sein Verhalten ändert. Aber was heißt das denn? Das heißt, ich muss mein eigenes Verhalten zuerst anpacken, zuerst mich anpassen und dann habe ich eine Chance, dass der andere es tut. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann könnt ihr Folgendes aus meinem Vortrag mitnehmen. Natürlich können wir uns verändern. Und natürlich können sich auch die anderen verändern. Und wir können uns gemeinsam verändern. Wie? Indem wir so ein Stück aus unserer eigenen Sicht der Dinge heraustreten und uns wirklich offen und ehrlich auf die Sicht des anderen einlassen. Und dabei kann uns DISC helfen. Es ist wirklich, ich habe es 100 von Male gesehen, es ist wirklich enorm, was in Organisationen passiert, wenn Menschen anfangen, dieses Modell zu nutzen, das Wissen zu nutzen. Und so plötzlich mehr Verständnis füreinander entwickeln. Und ich glaube übrigens, dass wir dieses Verständnis nicht nur im Privaten und nicht nur im Beruflichen brauchen, sondern wir brauchen es ganz besonders auch global gesehen. Denn gerade in dieser unsicheren und auch, ich finde, krisenbehafteten Zeit ist es so wichtig, wieder aktiv aufeinander zuzugehen und im gegenseitigen Verständnis füreinander diese großen Herausforderungen zu meistern. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen auf mehr. Und zwar gibt es eine 50-Minuten-Masterclass mit Dr. Stefan Friedrich, dem Gründer von Creator und mir, wo wir genau über dieses Tool sprechen. Und kleiner Spoiler, da erzählt er übrigens auch, warum es eben so ein wichtiger Meilenstein auch für Creator war, dieses Modell in der Firma zu nutzen. Ich hoffe, dass ich euch heute so ein kleines bisschen dazu inspirieren konnte, wie es euch womöglich in Zukunft besser gelingt, Menschen für Veränderungen zu gewinnen. Vielen Dank. Applaus